Heute geht es um salafistische Propaganda im Netz und mögliche Gegenmaßnahmen. Wir sind sehr froh, dass heute Dr. Götz Nordbruch bei uns zu Gast ist. Er ist ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Er hat als Islam- und Sozialwissenschaftler den Verein ufuk.de mitbegründet und ist dort Co-Geschäftsführer. Ufuk ist arabisch und heißt Horizont. Der Verein arbeitet im Bereich der Pädagogik zwischen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus und ist ein bundesweiter Ansprechpartner zu diesem Themengebiet. Dr. Götz Nordbruch beschäftigt sich dort mit der Mediennutzung von jungen Musliminnen und Migrantinnen sowie der Prävention von islamistischen Einstellungen in schulischer und außerschulischer Bildungsarbeit. Er hat in Marburg, Kairo und Berlin studiert und in Berlin auch promoviert. Er hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter an verschiedenen Instituten in Frankreich und Deutschland gearbeitet. Von 2008 bis 2011 war Götz Nordbruch Assistenzprofessor am Zentrum für zeitgenössische Studien des Mittleren Osten an der Universität von Süddänemark in Odense. Neben seiner Tätigkeit bei dem Verein UFUG ist er noch Vorstandsmitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus. Gut, nach dem Vortrag gibt es natürlich die Möglichkeit für Fragen und Diskussionen. Wir nehmen das Ganze auf, also Sie nicht, aber den Vortrag. Nachher gibt es das dann auf YouTube. Da können Sie ja nochmal nachschauen oder Ihren Freunden, die heute nicht kommen konnten, Bescheid sagen, dass man es noch anschauen kann. Und danach anschließend gibt es im Foyer noch ein kleines Catering. Und da können Sie natürlich gerne Ihre Diskussion weiterführen. Okay, dann jetzt Götz Nordbruch mit seinem Vortrag Salafistische Propaganda im Netz. Danke. Soll ich das Mikrofon nehmen oder reicht dieses hier? Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Sie haben jetzt schon ein bisschen was zu dem Verein auch gesagt. Vielleicht ganz kurz noch als Hinweis, wir haben 2007 den Verein gegründet. Wir machen Präventionsarbeit mit Jugendlichen zu diesen Themen Islam, Islamfeindlichkeit und Islamismus. Wir haben Projekte, die wir direkt mit Jugendlichen durchführen, beispielsweise Workshops in Schulen und Jugendeinrichtungen. Seit 2014 haben wir versucht, die Erfahrung aus dieser Workshop-Arbeit auch auf Online-Medien zu übertragen. Ich werde in meinem Vortrag ein paar Erfahrungen aus dieser Online-Arbeit vorstellen. Und wir haben eine Webseite, die sich im Grunde an Praktiker richtet, an Pädagogen, an Interessierte, die mit Jugendlichen arbeiten und die irgendwie mit Fragen in diesem Themenfeld zu tun haben. Und es gibt hier verschiedene Formate, einmal Hintergrundberichte, dann gibt es unter Aktuellen immer mal so Anregungen zu aktuellen Themen, die in der pädagogischen Arbeit auftauchen können, also beispielsweise die Ereignisse während der Silvesternacht in Köln oder nach dem Anschlag auf den Breitscheidplatz in Berlin, haben wir versucht, Anregungen zu geben, wie man damit sozusagen in der Woche nach den Ereignissen mit Jugendlichen arbeiten kann. Wenn Sie Interesse haben, würde ich mich freuen, wenn Sie da mal raufschauen. Man kann dort einen Newsletter abonnieren. Der erscheint nur alle 3 Monate mit so einer Best-of-Sammlung. Also man wird da nicht zugespammt. Würde ich mich freuen, wenn Sie da mal raufschauen. Ich würde gerne in meinem Vortrag gerne 3 Blöcke ansprechen. Am Anfang würde ich Ihnen ganz gerne ein paar Informationen geben zum Forschungsstand, zu Radikalisierungsprozessen und zur Bedeutung von sozialen Medien in diesem Zusammenhang. Im zweiten Teil würde ich Ihnen Beispiele vorstellen, über welche Themen und Strategien aus dem salafistischen Spektrum Jugendliche und junge Erwachsene angesprochen werden. Und im dritten Teil würde ich Ihnen einige Erfahrungen aus der Präventionsarbeit in sozialen Medien vorstellen. Und hoffentlich dann einige Diskussionspunkte, oder ich hoffe, dass im Laufe der 3 Punkte eben auch einige Punkte für die Diskussion aufkommen. Weil es gibt relativ viel Forschung mittlerweile im angelsächsischen Bereich zu Radikalisierungsprozessen, aber es gibt immer noch sehr viele Lücken in diesem Bereich. Und eine große Lücke betrifft insbesondere die Frage nach den Ursachen von Radikalisierungsprozessen. In Frankreich gibt es dazu relativ viel Publikationen und ich habe jetzt hier 2 Positionen exemplarisch vorgestellt, die versuchen, Radikalisierungsprozesse, wie sie in den letzten 10, 15 Jahren zu beobachten sind, zu erklären. Und dabei wird relativ schnell deutlich, dass das ganz unterschiedliche Perspektiven auf das gleiche Phänomen sind. Und diese unterschiedlichen Perspektiven zeigen sich dann beispielsweise auch in der Frage nach Ansätzen der Prävention. Je nachdem, mit welchem Blick man auf das Phänomen guckt, kommt man zu ganz unterschiedlichen Annahmen und Prämissen, Ansätzen, wie man auf dieses Phänomen reagieren kann. Um es mal kurz vorzustellen, inwiefern sich diese Erklärungsansätze unterscheiden,
Olivier Roy ist ein Nordwissenschaftler aus Frankreich, der spricht von einer Islamisierung der Radikalität. Also er argumentiert, dass das, was beispielsweise in den Banlieues in Frankreich in den letzten Jahren zu beobachten ist, also eine zunehmend größere Zahl von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die sich radikalen religiösen Organisationen oder Bewegungen angeschlossen haben und zum Teil auch nach Syrien oder in den Irak ausgereist sind, um sich dort dschihadistischen Organisationen anzuschließen, das ist für ihn nicht so sehr ein religiöses Phänomen, ein theologisch begründetes Phänomen, sondern aus seiner Sicht handelt es sich dort um Jugendphänomen. Aus seiner Sicht geht es um Konflikte zwischen Jugendlichen und der Gesellschaft und Jugendlichen und den Elterngenerationen. Und insofern spricht er von einer Islamisierung der Radikalität, weil er sagt, Jugendbewegungen sind im Grunde immer radikal. Sie stehen immer im Widerstand oder im Widerspruch zur Gesellschaft und zur Elterngeneration. Und während das in den 70er Jahren mit linken Vorstellungen begründet wurde, ist es heute der Islam, auf den sich viele dieser Jugendliche beziehen. Das hat für ihn die Konsequenz, dass es dabei eben nicht um theologische oder religiöse Ansätze geht, wenn es um Fragen von Prävention geht, sondern aus seiner Sicht geht es ganz fundamental um die Lösung von gesellschaftlichen Konflikten, um einen Ausgleich zwischen der Jugendgeneration und der Gesellschaft, um generationelle Konflikte, aber weniger um theologische Fragen. Die Gegenposition vertritt Gilles Kepel, der ist auch ein Ostwissenschaftler, auch ein Franzose, der sagt, das ist eigentlich Quatsch. Also das, was Roy vertritt, ist Quatsch. Es geht aus seiner Sicht ganz zentral um ein religiöses Phänomen, was auch theologisch hergeleitet werden kann. Es geht für ihn ganz klar darum zu schauen, wie sich Begriffe wie der Dschihad beispielsweise oder Begriffe von der Scharia theologisch begründen lassen und wie sich in den letzten Jahrzehnten, im 20. Jahrhundert, diese Vorstellungen radikalisiert haben und wie sich in der islamischen Tradition diese Radikalisierungsprozesse begründen lassen. Für ihn ist es beispielsweise weniger interessant zu schauen, welche sozialen Konflikte es in Frankreich oder in Großbritannien oder in Deutschland gibt. Für ihn ist es viel wichtiger zu schauen, was in Ägypten oder in Saudi-Arabien an theologischen Diskussionen stattfinden, um zu verstehen, was beispielsweise in Frankreich, aber auch in Duisburg oder in Münster oder in Berlin stattfindet. Also für ihn ist es ganz klar ein theologisches Problem. Und diese beiden Nahostwissenschaftler, ich habe die mal auf einer Veranstaltung erlebt, wo sie sich wirklich körperlich angegangen sind in der Lobby eines Hotels. Das ist auch ein persönlicher Konflikt zwischen den beiden. Was ich daran interessant finde, das ist sehr pointiert formuliert und deswegen ganz einprägsam. Für unsere Arbeit stellt sich das nicht so polarisierend dar. Für uns ist es unser Eindruck, aus unserer Arbeit heraus, ist unser Eindruck, dass sich das eben nicht ausschließt, sondern es ist sowohl das eine als auch das andere. Es geht um eine Radikalisierung des Islams, es geht um theologische Fragen, um religiöse Fragen, religiöse Interessen, aber es geht natürlich auch um ein Jugendphänomen, es geht um Konflikte in der Gesellschaft. Das schließt sich nicht aus, sondern das ergänzt sich und das hat zur Folge, dass die Ansätze der Prävention eben deutlich komplexer sein müssen, als sie in diesen zugespitzten Thesen letztlich ausschauen. Es geht immer um Religion, es geht immer um soziale Konflikte, es geht um individuelle Bedürfnisse, es geht um politische Entwicklung und nur wenn man das zusammendenkt, kann man letztlich diesem Phänomen in seiner Komplexität auch gerecht werden. Und damit kommen wir zur Frage, welche Rolle spielen denn eigentlich soziale Medien in diesem Zusammenhang? Ich habe hier so ein paar Punkte rausgesucht, die ich so als Hintergrundwissen wichtig finde. Wenn man zurückdenkt an die Anschläge vom 11. September, an die ersten Videos, die von Osama Bin Laden aufgetaucht sind. Denn erinnern Sie sich vielleicht alle noch an diese Videos, die Bin Laden zeigen vor einer Höhle irgendwo in den afghanischen Bergen mit seiner Kalaschnikow in der Hand auf so einer Mastmatte. Das sind so die Bilder, die Anfang der 2000er Jahre dschihadistische Bewegungen in der öffentlichen Wahrnehmung geprägt haben. Die sind oft über Satellitensender verbreitet worden, zugespielt über VHS-Kassetten. Und das war sozusagen das Gesicht in großen Teilen der Öffentlichkeit dieser Bewegung. Es hat sich weiterentwickelt, insofern als schon 2003, 2004 erste Webseiten auftauchten, Foren auftauchten, die von Dschihadisten genutzt werden und dann natürlich auch der Sprung in soziale Netzwerke relativ schnell geschah. Und das spiegelt auf der einen Seite eine Veränderung, insofern als die Anbindung von potenziellen Zielgruppen an diese Bewegung viel direkter geworden ist, viel unmittelbarer geworden ist, von den Stilen, von der Ästhetik her viel moderner geworden ist, als es noch Anfang der 2000er Jahre der Fall war. Und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie
soziale Medien oder wie Medien sich auswirken. Es ist eben, wie gesagt, nicht mehr, man ist eben, wie gesagt, nicht mehr darauf angewiesen, dass Al-Qaida irgendwelche Videos an Al-Jazeera oder andere arabische Satellitensender weiterleitet, sondern man ist im Grunde heute in der Lage, überall über soziale Medien direkt mit Inhalten aus dem dschihadistischen Spektrum in Kontakt zu kommen. Und was das für Auswirkungen hat, da komme ich nachher nochmal drauf. Erstmal geht es mir nur darum, diese Entwicklung deutlich zu machen. Das ist im Grunde nicht neu. Medien gehörten immer schon zu terroristischen Organisationen dazu. Terror lebt von medialen Darstellungen. Es hat sich nur intensiviert und ist authentischer, vielleicht unmittelbarer geworden, als es noch vor 15 Jahren der Fall war. Dann der zweite Punkt ist auch ganz wichtig, weil es immer wieder in den Diskussionen auch darum geht, ob es möglich ist oder ob es Fälle gibt, bei denen man sagen kann, dass sich Personen sozusagen online radikalisiert haben, ohne äußere soziale Einflüsse. Und es gibt solche einzelnen Fälle, wo man sagen kann, da gab es im Grunde keine Kontakte face-to-face oder in einer Offline-Welt zu irgendwelchen Netzwerken in dieser Szene, aber das sind wirklich Einzelfälle. In den allermeisten Fällen geschehen Radikalisierungsprozesse in unmittelbaren Austausch mit Peers, also mit direkten Freunden oder mit der direkten sozialen Umgebung, und zwar on- und offline. Das ist auch hier nicht direkt zu trennen, sondern in der Regel ergänzt sich das. Also Online-Kontakte ergänzen realweltliche Kontakte, beispielsweise in Moscheegemeinden, in Wasserpfeifencafés, in Sportvereinen, wo auch immer. Das ist nicht gegeneinander gestellt, sondern es bietet letztlich nur eine Chance, diese Kontakte schneller und intensiver zu führen, als es vielleicht vor 15 Jahren noch möglich war. Dann der dritte Punkt, auch das ist wichtig, weil der Begriff des Dschihads aus dschihadistischer Sicht, also von Anhängern der dschihadistischen Bewegung, ganz stark verbunden ist mit Kampf, also mit militärischem Kampf. Und das hat sich aber in den letzten Jahren dadurch geändert, dass letztlich von Aulaki beispielsweise, das ist ein führender Denker von Al-Qaida gewesen, sowas wie ein Online-Dschihad als legitimer Teil des Dschihads gedacht wurde. Also wo ganz klar gesagt wurde, man muss sich, um sich dschihadistischen Bewegungen anzuschließen, nicht mehr selber mit der Waffe in der Hand in den Krieg ziehen, sondern es ist durchaus auch Teil des Dschihads, wenn ich beispielsweise online Propaganda aus diesem Spektrum verbreite, wenn ich versuche, Leute zu werben. Und da zeigt sich, dass dieser Begriff des Dschihads als militärischer Kampf, so wie er von Al-Qaida noch vertreten wurde, dass der immer breiter geworden ist und letztlich auch Formen von Online-Aktivitäten mit umfassen kann. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass die Bedeutung von einzelnen Autoritäten, wie beispielsweise Osama bin Laden, zurückgegangen ist. Denn wenn ich mich an meinem Computer selber am Dschihad beteiligen kann mit eigenen Aktivitäten, dann bin ich viel weniger daran gebunden, dass ich irgendwo eine Autorität habe, eine religiöse Autorität, einen Führer habe, der mich anleitet, wie ich diesen Kampf zu führen habe. Das heißt, Changeman ist ein Forscher, der den Begriff des führerlosen Dschihads geprägt hat, als ein Bestandteil der Entwicklung der letzten Jahre, dass es immer weniger darum geht, um einzelne Autoritäten, die sozusagen diese Szenen oder diese Bewegungen unter ihrer Kontrolle haben, sondern dass es immer breiter ausgefächert ist und viel mehr eigene individuelle Beiträge akzeptiert als Teil dieses übergreifenden Phänomens. Und dann ein weiterer Punkt im Zusammenhang mit Online-Medien, was, glaube ich, eigentlich auch nicht neu ist, aber durch soziale Medien vielleicht nochmal eine neue Dimension bekommen hat, ist, dass soziale Netzwerke in einer gewissen Weise eine ähnliche Funktion übernehmen können, wie sie beispielsweise aus dem Phänomen der Sekten bekannt ist. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff des Love-Bombing kennen. Das kommt aus dem Sektenbereich. Also Sekten tendieren dazu, neue Mitglieder mit Solidarität, mit Emotionen zu überhäufen, Lovebombing eben. Also neue Mitglieder werden überhäuft mit Zuspruch, mit Anerkennung, mit Sympathiebekundungen, mit Lob dafür, dass sie sich der Szene angeschlossen, der Sekte angeschlossen haben. Und das ist im Grunde was auch für den Salafismus ganz typisch ist. Hier kriegen Jugendliche und junge Erwachsene tatsächlich ein Gemeinschaftsgefühl, ein Gemeinschaftsangebot, was nicht nur Floskel ist, sondern was in vielerlei Hinsicht tatsächlich auch eine gelebte Gemeinschaft ist, mit Solidarität, mit emotionalen Bindungen, mit sozialen Bindungen, die damit einhergehen. Und soziale Medien bieten im Grunde eine Form von diesen Gemeinschaften, die dann zwar nur online stattfinden, die aber eben mit Kontakten in die realen Welten verstärkt werden. Und dadurch
hat das so ein in sich verstärkendes Element, weil man halt in dieser Gemeinschaft bleibt und in der Ideologie sich gegenseitig bestärkt und sich eventuell sogar radikalisiert. Und wenn man das zusammennimmt, dann wird deutlich, dass soziale Medien für die Anwerbung in vielen Bereichen eine wichtige Rolle spielen. Also die Anwerbung für salafistische Szenen, gerade auch für dschihadistische Bewegungen, findet vielfach über Online-Medien statt. Aber Online-Medien selber sind kein Grund oder keine Ursache für Radikalisierungsprozesse, sondern sie sind letztlich nur ein Katalysator, der Radikalisierungsprozesse erleichtern kann, verschnellern kann, aber es ist letztlich nie eine Ursache für Radikalisierungsprozesse selbst. Und eigentlich ist das eine banale Erkenntnis, aber trotzdem immer noch mal wieder wichtig, weil gerade eben wirklich auch so ein Hype in der politischen Diskussion darauf gelegt wird, was kann man eigentlich im Internet machen, was kann man eigentlich in sozialen Medien machen. Und das macht Sinn und das ist sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen. Man muss sich nur im Klaren darüber sein, dass das nur ein Aspekt dieses ganzen Phänomens ist. Und ein weiterer Punkt zum Forschungsstand oder zur Reichweite. Auch da spielen soziale Medien eine große Rolle. Das hier ist ein Screenshot von der Facebook-Seite von der Organisation Die Wahre Religion. Das ist die Initiative, die die Koranverteilungsstände seit einigen Jahren deutschlandweit organisiert hat. Die ist im November 2016 verboten worden. Und das Interessante daran ist, dass diese Organisation ungefähr 260.000 Likes auf ihrer Facebook-Seite hatte, bevor sie eben im November verboten wurde. 260.000 Personen, die auf dieser Seite sind, das ist eine ganz andere Zahl als die ungefähr 10.000 Personen, die von den Sicherheitsbehörden in diesem Spektrum zugeordnet werden. Also 10.000 Personen werden vom Verfassungsschutz als Salafisten beschrieben in Deutschland. Hier waren 260.000 Personen auf der Seite. Diese 260.000 Personen sind aus meiner Sicht keine Radikalen, keine Salafisten, zumindest in ihrer übergroßen Zahl nicht, sondern das sind im Grunde Frauen oder junge Männer wie diese, die hier auf dem Bild gezeigt werden, am einen der Koranverteilungsstände. Nämlich das sind ganz normale Jugendliche und junge Erwachsene, die im Rahmen von Suchtbewegungen in der Pubertät, am Übergang zum Erwachsenenleben, zum Erwachsenenalter, auch mit Fragen konfrontiert sind, die sie ganz existenziell betreffen. Nämlich Fragen von Identität, von Gemeinschaft, von Religiosität, von wie will ich leben, wo will ich hin, wie möchte ich mein Leben verbringen. Und all diese Fragen sind mit Suchtbewegungen verbunden und sind oft mit sehr schweren, mit Konflikten verbunden, wenn es darum geht, darauf Antworten zu finden. Und Salafisten bieten genau auf diese Themen, die Jugendliche und junge Erwachsene vielfach beschäftigen, einfache Antworten. Und das erklärt aus meiner Sicht die große Zahl der Nutzer solcher Seiten, ohne dass diese große Zahl ein Hinweis darauf wäre, dass es tatsächlich Radikale sind oder Salafisten sind, sondern das sind Jugendliche, die im Internet unterwegs sind, genauso wie diese Frauen hier in der Fußgängerzone in Mannheim unterwegs sind und aus irgendwelchen Gründen sich für das Angebot von Salafisten interessieren. Am Koranverteilungsstand oder auf Facebook in einer sozialen Gruppe. Und damit zusammen mit dieser großen Sichtbarkeit von salafistischen Angeboten in sozialen Medien oder im öffentlichen Raum allgemein, wird auch nochmal deutlich, wie unterschiedlich die Ansprachen stattfinden oder wie unterschiedlich die Motivationen sind, warum sich Jugendliche diesen Szenen hinwenden. Das hier sind Facebook-Bilder von Safia. Vielleicht erinnern Sie sich, vor einigen Wochen ist die verurteilt worden in Hannover. Die hat vor mittlerweile 2 Jahren in Hannover am Bahnhof einen Bundespolizisten angegriffen mit einem Messer und schwer verletzt. Sie ist zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Als sie die Tat begangen hat, war sie 15 und hat sich auf den Islamischen Staat berufen. Also sie hat gesagt, sie stand im Kontakt mit dem Islamischen Staat und hat diese Tat, diesen Angriff auf den Polizisten mit ihrem Wunsch begründet, sich dem Islamischen Staat oder den Islamischen Staat zu unterstützen. Das hier sind die letzten Bilder, die man bei ihr auf dem Facebook-Profil sehen konnte. Und wenn Sie sich die angucken, dann ist aus meiner Sicht ganz interessant, was dort für eine Frau dargestellt wird. Weil wenn Sie die sehen, dann könnte das eine x-beliebige Frau sein, die hier im Bus sitzt, hier im Hörsaal. Also eine Frau, die sich nicht darauf reduzieren lässt, dass sie der Ideologie des IS anhängt, sondern einer jungen Frau, die gerade mit der Schulklasse in Frankreich war und den Eiffelturm besucht hat. Eine junge Frau, die sich offensichtlich gerne schön kleidet, schminkt, irgendwie sich schön hermacht. Eine junge Frau, die vielleicht gerne fotografiert. Und auch das wäre so für uns ein wichtiger Punkt für die Präventionsarbeit, weil wenn es darum geht, was Jugendliche
anfällig macht für salafistische Ansprachen und wie man ihnen begegnen kann, dann geht es eben nicht nur um Religion. Wenn Sie diese Frau in Ihrer Schulklasse haben oder wenn Sie mit dieser Frau in sozialen Medien in Kontakt sind, dann hätte es wahrscheinlich keinen Sinn mehr gemacht, mit ihr über den Koran zu diskutieren oder über den Islam. Man hätte aber mit ihr wahrscheinlich über Mode diskutieren können, über Kleidung, über Reisen, über Fotografie. Und das ist für uns so ein Punkt, dass es in der Präventionsarbeit eben auch wichtig ist, um die Ecke zu denken. Nur weil sich jemand auf den IS beruft und eine Gewalttat im Namen des IS begeht, heißt es nicht, dass man auf der Ebene Präventionsansätze formulieren muss, sondern es kann durchaus viel vielversprechender sein, es beispielsweise in der Jugendarbeit über einen Projekttag zum Thema Mode zu versuchen. Weil das genau die Interessen sind, die Jugendliche auch beschäftigen und die sie vielleicht erstmal noch nicht so sehr mit der Ideologie in Verbindung bringen. Und dadurch sind sie vielleicht empfänglicher für alternative Angebote, die sie dann auch wieder aus dieser Szene herausführen. Das mache ich jetzt ganz kurz, weil das wird sonst zu lang. In der Diskussion und auch im Titel tauchte dieser Begriff der Counter-Narratives auf, Counter-Gegennarrative. Das ist so ein Begriff, der seit einigen Jahren die Runde macht und der ganz unterschiedliche Sachen beschreiben soll. Gegennarrative, hinter diesem Begriff der Gegennarrative steht die Vorstellung, dass die Ideologie von dschihadistischen oder salafistischen Organisationen im Internet verbreitet wird und dass es möglich ist, sozusagen ein Gegenangebot zu bieten von einer Ideologie, von einer Vorstellung, von einem Weltbild, was überzeugender ist als das, was der islamische Staat beispielsweise postuliert. Dieser Begriff selber ist aber extrem unbestimmt. Er beschreibt letztlich alles, was läuft von unter Kampagnen beispielsweise des amerikanischen Außenministeriums bis hin zu Initiativen von Moscheevereinen, die alle versuchen, alternative Angebote sichtbar zu machen im Internet oder in anderen Zusammenhängen, um Jugendliche zu irritieren und Jugendliche davon zu bekräftigen, dass das, was von Salafisten oder von Dschihadisten angeboten wird, eben nicht vereinbar ist mit nicht vereinbar ist mit demokratischen Vorstellungen, mit pluralistischen Vorstellungen, letztlich mit einem Alltag hier in der Gesellschaft. Mittlerweile hat sich das so ein bisschen ausdifferenziert und ich möchte nur mal diese drei Punkte ansprechen, um deutlich zu machen, wie unterschiedlich die Ebenen von Interventionen in sozialen Medien sein können. Es gibt einmal das Konzept von Gegenrede. Gegenrede wäre im Grunde der Versuch, beispielsweise in Online-Diskussionen auf Facebook Fragen anzustoßen, Irritationen anzustoßen, Positionen zu hinterfragen von Jugendlichen, die beispielsweise sagen, jemand, der während des Ramadans nicht fastet, ist ein Ungläubiger. Da wäre der Versuch, dort Irritationen auszulösen, zu hinterfragen und Jugendliche dazu zu kriegen, ihre eigenen Positionen, die sie mit Vehemenz vertreten, zu hinterfragen und zu überdenken. Das wäre auch sowas, was im Zusammenhang mit Hate Speech benutzt wird. Also der Versuch, beispielsweise rassistische Bilder zu kritisieren, Gegenpositionen sichtbar zu machen. Nicht unbedingt in der Hoffnung, dass man den direkten Gegenüber überzeugt, sondern auch in der Hoffnung, dass man die nur mitlesen, die Leserinnen und Leser, die nur passiv solche Diskussionen verfolgen, davon zu irritieren und sie dazu zu kriegen, diese Position zu hinterfragen. Das wäre ein Ansatz. Wir haben das in einem Projekt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, als Online-Streetwork beschrieben. Da haben wir junge Studierende ausgebildet, die selber muslimisch sind. Und wir haben sie ausgebildet und sie dann gebeten, sich selber in Facebook-Diskussionen einzubringen, um auf Diskussionen, die dort schon laufen, zu reagieren und zu versuchen, dort mit Hinweisen, mit Kommentaren, mit Bildern Diskussionen anzustoßen. Online-Streetwork haben wir es deswegen genannt, weil der Versuch war, dorthin zu gehen, wo Jugendliche schon sind. Also nicht eine eigene Webseite zu schaffen oder eine eigene Facebook-Seite, in der Hoffnung, dass dort irgendwann mal Jugendliche hinfinden, weil das funktioniert in der Regel nicht, sondern die Idee war, dorthin zu gehen, wo Jugendliche eh schon diskutieren oder wo junge Erwachsene eh schon diskutieren und sich dort einzubringen mit eigenen Positionen. Davon zu unterscheiden wären Face-to-Face-Interventionen, also beispielsweise Diskussionen über Messenger oder über andere Messenger-Dienste, wo es darum geht, mit einzelnen Personen über bestimmte Themen zu diskutieren. Oft vermischt sich das, wir hatten das beispielsweise in diesem Online-Projekt häufiger, dass dort Personen, die in einer Gruppe diskutiert haben, unsere Studierenden, unsere Teamer, wie wir sie nannten, direkt angeschrieben haben, um nochmal im persönlichen Kontakt über Messenger Sachen nachzudiskutieren oder weiter zu diskutieren. Das ist aber ein anderes Format. Und der dritte Punkt,
Oder der dritte Begriff, der in diesem Zusammenhang auch immer wieder da fällt, ist alternative Narrative. Und da geht es letztlich darum, nicht zu reagieren im Sinne von, jemand postet ein Video von Pierre Vogel, einem bekannten salafistischen Prediger, und ich versuche darüber zu diskutieren, sondern alternative Narrative beinhaltet im Grunde den Versuch, eigene Inhalte zu bringen, eigene Botschaften zu bringen, positive Botschaften zu bringen, die Jugendliche darin bestärken, dass es Möglichkeiten gibt, als junge Muslime in Deutschland Fuß zu fassen, sich hier eine Lebensperspektive aufzubauen, hier als Bürger irgendwie eine Chance zu haben, sich gegen Diskriminierungserfahrungen zu wehren. Also hier geht es nicht darum, Narrative zu dekonstruieren, radikale Narrative zu dekonstruieren, sondern gerade viele unterschiedliche positive Botschaften zu verbreiten, in der Hoffnung, dass Jugendliche erkennen, dass es eben tatsächlich möglich ist, auch als muslimischer Jugendlicher in dieser Gesellschaft eine Perspektive zu haben. Und ich greife diese Punkte nachher nochmal auf. Ich würde aber jetzt ganz gerne, bevor wir ganz aus dem Zeitrahmen kommen, würde ich Ihnen ganz gerne vier Beispiele vorstellen für Themen und Strategien, die von Salafisten benutzt werden. Das erste ist ein Video, was mittlerweile schon ziemlich alt ist. Das stammt ursprünglich von 2008, ist von Pierre Vogel, einem immer noch dem bekanntesten Prediger aus dieser Szene. Und das ist ein Video, was eben seit 2008 immer wieder geteilt wird, immer wieder neu hochgeladen wird. Und das bringt in gewisser Weise genau diese religiöse Thematik oder die religiöse Dimension der Angebote zum Ausdruck, die von salafistischen Initiativen ins Netz getragen werden. Ich würde Sie mal bitten, das kurz anzuschauen, das ist ganz kurz. Guck mal einer auf die Uhr, wenn er Sekundenzähler hat. Ich mache dir jetzt Islam, bringe ich dir jetzt in 30 Sekunden bei. Ganz einfach, kann jeder. Guckst du auf die Uhr? Okay, Islam ist, wir glauben an einen Gott. Dieser Gott ist der allmächtige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Dieser Gott hat die Menschen erschaffen, damit sie ihm dienen. Deswegen hat er Gesandte geschickt, deswegen hat er Bücher geschickt. Wer an die Gesandten glaubt und den Büchern folgt, wird ins Paradies gehen. Wer das nicht macht, der wird in die Hölle gehen. Der letzte Gesandte ist der Prophet Mohammed SAW. Er kam mit dem Buch, den Koran. An den hast du zu glauben, da ist die letzte Botschaft des allmächtigen Gottes. So kommst du ins Paradies. Wenn du dich verweigerst, gehst du in die Hölle. Punkt. Das war Islam. Wie lange hat das gedauert? Und dieses Video ist in Berlin beispielsweise, in manchen Schulklassen, kennen das alle. Also wir haben Lehrer, die sagen, das kennen meine Jugendlichen alle. Und das Interessante hieran ist, denke ich, nicht unbedingt, dass das für alle Jugendliche überzeugend ist. Die allermeisten Jugendlichen sagen, das ist ein Spinner, das ist ein Freak, der ist witzig, das kann ich in der Pause gucken, aber das interessiert mich inhaltlich überhaupt nicht. Das ist so die Reaktion der meisten Jugendlichen. Und gleichzeitig ist da natürlich trotzdem Inhalt drin, nämlich eine ganz klare, einfache Antwort auf religiöse Fragen. Hier wird in sehr kondensierter Form ein Religionsverständnis vermittelt, was fundamental bricht mit dem Religionsverständnis, wie es in den allermeisten Moscheen in Deutschland gelehrt wird. Nämlich Religion als etwas, was sowohl Werte, also wenn Sie in irgendeine Moschee gehen, von DITIB oder auch von Meligörisch, von konservativen Moscheen, dann werden Sie ein viel komplexeres Religionsverständnis vermittelt bekommen. Und Komplexität ist natürlich etwas, was mit 16 nicht unbedingt attraktiv ist. Wenn ich 16 bin und Fragen habe und antworten will, dann will ich die im Grunde gleich und nicht erst in 3 Jahren. Und das ist genau das Angebot, was von Salafisten gemacht wird. Hier können Sie in 30 Sekunden Antworten auf Ihr religiöses Bedürfnis bekommen, auf Ihre religiösen Fragen bekommen, ohne sich selber mit Religion auseinanderzusetzen. Und was hier noch dazu kommt, hier geht es um Regeln und um Normen. Es geht weniger um Spiritualität, es geht nicht um Werte, es geht nicht um Abwägen, um Widersprüche, um die Frage, wie ich mein religiöses Selbstverständnis mit meinem weltlichen Dasein in dieser Gesellschaft zusammenbringe. All diese Konflikte werden gelöst, indem mir suggeriert wird, dass ich mit ganz klaren Regeln und Normen ein guter Muslim sein kann. Und jetzt sind wir hier in Münster, es gibt die islamische Theologie an der Uni Münster, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie mal bei, oder ob jemand auch bei Mohammed Kochid studiert oder dort als Mitarbeiter ist, wenn man moderne muslimische Theologen heute hört, dann ist das sozusagen der genaue Gegensatz zu dem, was Pierre Vogel vertritt. In den modernen islamischen theologischen Instituten geht es ganz viel um Abwägen, um Kontextualisieren, um eigene Wege im Umgang mit Religiosität. Das Problem daran ist nur, dass wenn Sie Vorträge von Mohammed Kochid oder Bulent Ülker online stellen wollen, dann haben Sie nach einem 10-minütigen Video in der Regel mehr Fragen als Antworten.
Und das ist keine Kritik an dieser Theologie, weil darum geht es in der Theologie, Fragen zu stellen, eigene Wege zu finden. Aber das kann natürlich nicht konkurrieren mit 30-Sekunden-Videos von Pierre Vogel. Wenn Sie 16 sind, ist das das, was Sie interessiert und das ist das, was attraktiv ist. Während lange islamische theologische Diskussionen, Abwägen, Fragen stellen, Selbstreflexion, all das ist natürlich mit 16 weniger interessant. Und damit konkurrieren Sie, wenn Sie auf einer theologischen Ebene Präventionsarbeit machen wollen. Das sind weitere Beispiele auch aus deutschsprachigen Gruppen, die sind jetzt zwar englischsprachig, aber das ist im Grunde genau die gleiche Botschaft. Von Salafisten werden ganz klare, einfache Antworten gegeben, sehr rigide Antworten gegeben, die auf alle Gesellschaft, auf alle Fragen im jugendlichen Alltag letztlich eindeutige Antworten geben. Das ist das Thema Religion. Hat natürlich noch andere Facetten, aber das ist ein Aspekt, wo Religion eine Rolle spielt. Ein anderes großes Thema sind Diskriminierungserfahrungen. Es gibt in der Diskussion häufig diese Vorstellung und oft wird es auch von Akteuren wie uns in der Präventionsarbeit etwas verkürzt dargestellt. Wenn es um den Einfluss oder die Bedeutung von Diskriminierungserfahrungen in Radikalisierungsprozessen geht, dann heißt es nicht, dass Diskriminierung zwangsläufig zu Radikalisierungsprozessen führt. Und es heißt auch nicht, dass alle Leute, die sich radikalisiert haben, persönlich diskriminiert wurden. Darum geht es nicht, sondern es geht im Grunde darum zu sagen, dass die Identifikation mit Gruppen, die in der Gesellschaft diskriminiert werden, bei vielen Jugendlichen mit Migrationsbiografien oder bei jungen Muslimen selber das Gefühl von Entfremdung, von Marginalisierung und Benachteiligung bestärkt. Und ein Beispiel, wie sich das in sozialen Medien äußert, finden Sie hier beispielsweise, das ist eine Frage, die oft in dieser Ratgeber-Community, guter Ratgeber-Net, gestellt wurde, von einer jungen Muslimin, die fragt, ob sie als Muslime nach Dresden fahren kann. Bei denen, die jetzt hier im Publikum sitzen und die nicht muslimisch sind, gehe ich davon aus, dass sie wahrscheinlich sich selber nie fragen würden, ob sie nach Dresden fahren können. Für viele Jugendliche mit Migrationshintergrund oder die muslimisch sind, ist das eine ganz reale Frage. Diese Frage nämlich, ob ich mit meiner Biografie, mit meinem Aussehen in bestimmten Orten in Deutschland tatsächlich sein kann, ohne Anfeindung zu erleben. Und das ist eine Erfahrung, die von vielen Jugendlichen geteilt wird, die aber in der Öffentlichkeit, wenn es beispielsweise um Sicherheitsempfinden in der Öffentlichkeit geht, da geht es selten darum, dass beispielsweise Muslime oder Jugendliche mit Migrationshintergrund Rassismuserfahrungen machen, sondern wenn es um Sicherheit geht, dann geht es um Einbrüche, Diebstahl oder terroristische Gewalt. Aber aus dem Blick gerät dabei, dass eben viele Jugendliche tatsächlich Erfahrungen mit Rassismus machen und dass sie da ganz wenig Möglichkeiten haben, beispielsweise in der Schule über diese Erfahrungen zu thematisieren. In sozialen Medien ist das relativ einfach. In sozialen Medien ist genau das ein Thema, wo Jugendliche diese Erfahrung einbringen. Und in der Regel finden sie dort Antworten aus dem salafistischen Spektrum. Und warum das für die Präventionsarbeit in sozialen Medien so wichtig ist, würde ich ganz gerne nochmal auf dieses Bild zurückgehen. Das kennen Sie vielleicht alle noch aus eben auch Anfang der 2000er Jahre. Das ist so ein bisschen das Bild, was zu so einer Ikone geworden ist für die Propaganda von Organisationen wie der Al-Qaida. Das ist ein Bild aus Abu Ghraib, diesem Gefängnis der amerikanischen Armee im Irak. Und das zeigt eine Szene, wo ein irakischer Häftling gefoltert wurde von amerikanischen Soldaten. Und dieses Bild kursierte damals hauptsächlich in Videos oder ja, in Publikationen aus diesem Al-Qaida-Spektrum. Und wurde letztlich zu so einer Ikone für dieses Narrativ, der Westen führt einen Krieg gegen uns Muslime. Der Westen predigt immer Menschenrechte und tritt die Menschenrechte mit den Füßen, wenn sie bei uns in unseren Ländern sind. Und das Interessante daran ist, dass wenn man das mit der Situation heute vergleicht, dann würde ich sagen, dass dieses Bild rechts hier in einigen Jahren, meine These, in einigen Jahren einen ähnlichen ikonografischen Status haben wird wie dieses Bild links. Das kennen Sie wahrscheinlich auch alle, das ist das Bild, das letztes Jahr entstanden während dieser Burkini-Diskussion in Frankreich, als einige Gemeinden in Frankreich versucht haben, den Burkini im öffentlichen Raum zu verbieten. Und hier in Nizza am Strand wurde eine Frau dazu gedrängt, ihren Burkini auszuziehen. Dieses Bild war überall in den Tageszeitungen. Das war überall sichtbar und ist bis heute immer noch in sozialen Medien sehr präsent, gerade unter Jugendlichen. Und das Interessante an diesem Bild ist, dass dort nicht draufsteht IS oder Al-Qaida. Und ich würde aber sagen, dass dieses Bild genau die gleiche Botschaft
bei vielen Jugendlichen auslöst, wie ein Video vom Islamischen Staat. Weil es nämlich letztlich dieses Gefühl von Unsicherheit, von ich bin als Muslim willkürlich der westlichen Gesellschaft ausgesetzt, ich bin staatlicher Willkür ausgesetzt. Diese Bilder bedienen genau dieses Gefühl von Unsicherheit, von Marginalisierung und Diskriminierung. Und deswegen ist es gerade für die Präventionsarbeit in sozialen Medien eine Chance, dort Foren zu schaffen, wo Jugendliche über Diskriminierungserfahrungen, über Erfahrungen von Ohnmächtigkeit, von Marginalisierung sprechen können, um sie darin zu bestärken, dass dieses Narrativ von der Westen führt einen Krieg gegen die Muslime, dass das so nicht stimmt. Und da nochmal als Beispiel von Pierre Vogel. Pierre Vogel greift immer wieder Rassismuserfahrungen auf. Rassistische Vorfälle werden von ihm immer wieder genutzt, um beispielsweise Demonstrationen zu machen oder um das in den Online-Videos zu thematisieren. Und er erreicht damit wahnsinnig viele Jugendliche, und zwar mit der Botschaft, dass es nicht darum gehen kann, als Muslime hier für eine Antidiskriminierungsgesetzgebung zu kämpfen. Pierre Vogel plädiert nicht dafür, dass Jugendliche hier irgendwie zum Vertrauenslehrer gehen sollen und sich dagegen wehren sollen, wenn sie eine 5 bekommen haben. Oder Pierre Vogel plädiert nicht dafür, dass man klagen soll, wenn man als muslimischer Mieter eine höhere Miete zahlt als der nicht muslimische Nachbar beispielsweise. Das ist nicht das Argument von Pierre Vogel. Pierre Vogel versucht, diese Erfahrung von Diskriminierung und Rassismus zu instrumentalisieren, um Jugendliche zu werben, um sie einzuschwören auf die Gemeinschaft der Salafisten, um zu sagen, nur in der Gemeinschaft der Salafisten seid ihr geschützt, nur in der Gemeinschaft der Salafisten seid ihr stark genug, um diesen Angriffen standzuhalten. Und wir haben versucht, ich gehe jetzt mal nicht auf das Bild rechts ein. Wir haben versucht, komme ich gleich nochmal mit Beispielen dazu, wir haben versucht, online genau diese Wahrnehmung von Diskriminierung aufzugreifen und Jugendlichen zu zeigen, dass es tatsächlich Rassismus gibt, das anzuerkennen und ernst zu nehmen und gleichzeitig aber Wege aufzuzeigen, wie ich mich gegen Rassismus und Diskriminierung in Deutschland in einem rechtsstaatlichen Rahmen zur Wehr setzen kann. Und ein Punkt, der in diesem Zusammenhang für uns sehr interessant war, dass wenn wir Beispiele gepostet haben oder wenn wir Links gepostet haben zu Beratungsstellen gegen Diskriminierung in der Schule beispielsweise, haben wir wahnsinnig viele Likes bekommen. Und das war für uns ein Hinweis darauf, dass die allermeisten Jugendlichen nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben, um sich gegen Diskriminierung, gegen Rassismus zur Wehr zu setzen. Und das war für uns ein Argument zu sagen, wenn wir es schaffen, Jugendlichen das Gefühl zu geben, dass sie nicht hilflos sind, sondern dass es tatsächlich rechtsstaatliche Strukturen gibt, Institutionen gibt, die einem in der Auseinandersetzung mit Diskriminierung unterstützen können, dann stellt das letztlich dieses Opfernarrativ. Wir sind immer Opfer. Wir Muslime sind Opfer in Frage, ohne es zu banalisieren. Denn Rassismus und Diskriminierungserfahrungen sind alltäglich und sind ganz real. Der Punkt ist, das anzuerkennen und dann aber gleichzeitig Angebote zu machen, wie man damit umgehen kann. Das dritte Thema, auch sehr interessant, das sind zwei Beispiele von einer salafistischen Initiative, die nennt sich Islamisches Erwachen. Und das war für uns in unseren Projekten eine besonders große Herausforderung, da einen Umgang mitzufinden. Die Krise heißt Kapitalismus und dann ist hier unten dieser Button Systemwechsel, Klick, und dann wäre das, der Systemwechsel soll natürlich bedeuten, der Islam ist die Lösung. Also der Islam ist die Lösung auf das, was wir als Krise des Kapitalismus wahrnehmen. Und das Interessante hieran ist, dass sie diese Bilder eben nicht nur im islamistischen und salafistischen Spektrum finden, sondern natürlich auch in der globalisierungskritischen Bewegung, bei ATTAC, bei ganz vielen unterschiedlichen Organisationen, unterschiedlichen Bewegungen. Und der Punkt, weshalb das so schwierig ist, da einen Umgang mitzufinden, ist, dass die Frage selber oder das Problem, was hier benannt wird, das ist ja real. Es gibt eine Krise des Kapitalismus, es gibt eine Finanzkrise, es gibt gesellschaftliche Ungleichheit. Das heißt, hier geht es nicht darum, etwas zu dekonstruieren. Wenn diese Organisation das anprangert, dass es Armut in Afrika gibt, dann ist das real. Dann ist das nichts, was sich irgendwie mit einem Gegennarrativ sozusagen banalisieren oder beschönigen ließe. Sondern der Punkt ist, man muss Angebote machen, wie man Jugendlichen das Gefühl gibt,
Selbstwirksamkeit zu empfinden, also sich sehr einbringen zu können in die politische Diskussion, in die gesellschaftliche Diskussion, um tatsächlich so ein Gefühl zu haben, dort nicht hilflos und willkürlich der internationalen Ungleichheit ausgesetzt zu sein. Und das Interessante hier in diesem Zusammenhang ist auch, dass wenn Sie in Gruppen auf Facebook aus diesem Spektrum unterwegs sind, dann finden Sie dort immer wieder Verweise auf Jürgen Elsässer, auf KenFM, auf Verschwörungstheorien, die genauso auch in rechtsextremen, rechtspopulistischen Foren geteilt werden, die aber zum Teil auch beispielsweise bei Organisationen wie Linksruck geteilt werden. Also wo so ein ganz klares Weltbild, eine Ablehnung des Westens, der USA, des Zionismus, wo sich das vermischt mit so einer Gesellschaftskritik, die eben nicht unmittelbar religiös motiviert ist, sondern die sich ganz klar auch aus so einem Gefühl von Empörung über gesellschaftliche Ungleichheit, über gesellschaftliche Missstände speist. Habe ich den roten Faden verloren, weil da wollte ich noch... So, also das hier wäre, genau, und nochmal zu der Frage, welche Rolle Religion spielt. Hier würde ich sagen, die Ansprache von Jugendlichen erfolgt nicht so sehr über das Religiöse, sondern das Religiöse ist hier erst die Antwort. Die Ansprache erfolgt erstmal, indem ganz konkrete Konflikte benannt werden, von denen ich sagen würde, dass die meisten Jugendlichen die tatsächlich empfinden. Nämlich beispielsweise eine Empörung über gesellschaftliche Missstände, über Armut, über Konflikte im Nahen Osten. Und erst die Antwort ist dann religiös und ideologisch, so wie sie von Salafisten geprägt wird. Das heißt, auch hier sollte die Antwort, die man in der Präventionsarbeit sucht, nicht so sehr auf der religiösen, theologischen Ebene ansetzen, sondern auf einer politisch-bildnerischen Ebene. Wie kriege ich Jugendliche dazu, sich in einer Gesellschaft, in einer Welt, die voller Ungerechtigkeiten ist, die voller Konflikte ist, sich politisch zu positionieren, sich einzubringen, um ihnen das Gefühl zu geben, tatsächlich etwas verändern zu können. Gehen wir einen weiter. Und dann ein anderes Thema sind Geschlechterrollen, Statusgewinn. Das hier ist ein Bild, was auch aus einem salafistischen Forum kommt. Und hier geht es ganz konkret natürlich um die Ansprache von Frauen. Die Muslimin ist eine Königin in ihrem Zuhause. Das Bild selber stammt von einem Mann. Muss man, glaube ich, nicht näher begründen. Aber ich glaube, von der Ästhetik her ist das klar. Aber das Interessante ist, dass sie diese Bilder ganz häufig finden. Immer mit dieser oder mit ähnlichen Botschaften. Und auch hier geht es natürlich nicht darum, dass hier der Inhalt jetzt online-spezifisch wäre, sondern das sind im Grunde die gleichen Inhalte, die auch offline vermittelt werden. Aber online ist es besonders attraktiv, weil sie das in Foren haben, wo sich beispielsweise, weil die in Foren gepostet werden, wo sich hauptsächlich oder nur ausschließlich Frauen bewegen, wo man sich gegenseitig in der Interpretation dieser Bilder bestärken kann. Und die Botschaft hier ist natürlich, dass das auf der einen Seite ist es ein Plädoyer für ein sehr patriarchalisches und sehr sexistisches Rollenverständnis, nämlich Frauen gehören ins Haus, Frauen haben in der Öffentlichkeit erstmal nichts zu suchen. Und gleichzeitig wird hier aber ein ganz konkretes Angebot gemacht, nämlich gleichzeitig werden hier Frauen aufgewertet. Und zwar in einer Weise, die von Frauen, die sich dieser Szene zugewandt haben, als Emanzipation empfunden werden. Und das ist von außen betrachtet vielleicht paradox, aber wenn Sie sich in die Situation von Frauen hereindenken, die aus traditionellen Familien kommen, wo ihr Vater oder ihr großer Bruder letztlich darüber entscheidet, ob sie einen Ausbildungsplatz annehmen dürfen, ob sie die Schule besuchen dürfen, ob sie einen Beruf besuchen dürfen, ob sie sich mit ihren Freundinnen treffen dürfen. Wenn Sie aus einem solchen Familienkontext kommen, dann ist das Angebot, was Sie hier bekommen, emanzipatorisch, nämlich schafft Freiräume in dem Sinne, dass ich hier tatsächlich in meiner Rolle als Mutter, als Frau in der Familie aufgewertet werde und dort eine Anerkennung bekomme. Und das ist eine Anerkennung, eine Form von Emanzipation, die wahrscheinlich niemand hier im Raum irgendwie als für sich erfüllend beschreiben würde. Aber aus der Situation von Frauen, die aus solchen Familien kommen, ist das eine Form von Befreiung aus der Enge dieser familiären Situation. So, und jetzt zwei, drei Sätze noch zum Thema Gewalt und Gewaltdarstellung in der dschihadistischen Propaganda, weil das ein wichtiges Thema gerade auch für die Ansätze der Prävention ist. Wenn Sie die Berichterstattung über die Propaganda des Islamischen Staates oder von Al-Qaida
verfolgen. Ich gucke sie mal eben an und dann mache ich es auch wieder weg. Dann liegt ein ganz großes Augenmerk auf Gewaltverherrlichung, also auf Videos, wo Hinrichtungen gezeigt werden oder wo jede Form von Gewalt verherrlicht wird. Und die gibt es. Die sind natürlich auch, die gibt es in einer sehr großen Zahl, aber sie machen nur einen ganz kleinen Teil aus von den Medienangeboten, die aus dem Spektrum des islamischen Staates beispielsweise in sozialen Medien verbreitet werden. In den allermeisten Botschaften geht es nicht um die Verherrlichung von Gewalt, sondern um das Anklagen von Gewalt. Und das wäre hier ein Beispiel, wo, auch das mache ich gleich wieder weg, also hier geht es um Massaker, die von Christen an Muslimen in Afrika, in Westafrika, in Zentralafrika begangen werden. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied, ob man reagieren will auf Hinrichtungsvideos oder ob es um die Auseinandersetzung mit der Darstellung von Leid geht. Wenn Sie die Diskussion darüber verfolgen, wie man beispielsweise mit Hinrichtungsvideos auf YouTube oder auf anderen Kanälen umgehen soll, dann ist es relativ schnell sehr erfolgreich gewesen, beispielsweise auf YouTube Hinrichtungsvideos zu löschen. Da finden Sie heutzutage fast kaum noch Videos, wo Gewalt verherrlicht wird, in dem Sinne, dass dort Exekutionen gezeigt werden. Was Sie aber immer noch zu Hunderten finden, sind Videos, wo beispielsweise auf dem Marktplatz in Aleppo gefilmt wird, nach einem Bombenangriff des syrischen Regimes, wo dann zivile Opfer gezeigt werden. Und diese Videos werden in der Regel nicht gelöscht. Die sind aber in der Botschaft aus meiner Sicht viel fataler, weil sie ein ganz anderes Zielpublikum erreichen. Wenn Sie sich so ein Hinrichtungsvideo mal angeschaut haben, dann werden Sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass das abstoßend ist in jeder Form. Und meine These wäre, dass die allermeisten Jugendlichen genauso reagieren, wenn sie diese Videos sehen, wo hier Exekutionen gezeigt werden, nämlich angewidert mit Abscheu. Und die These ist, dass diese Videos im Grunde nur eine sehr kleine Zahl von Jugendlichen erreichen. Jugendliche, die vielleicht selber Gewalterfahrungen gemacht haben, die aus Milieus kommen, wo Gewalt auch irgendwie dazugehört. Aber die allermeisten Jugendlichen werden durch diese Videos eher abgeschreckt, als dass sie hineingezogen werden oder eine Anziehung an diese Szene empfinden. Wenn Sie sich diese anderen Videos angucken, wo es nicht um eine Gewaltverherrlichung geht, sondern um die Darstellung von Leid, da wäre meine These, dass die ein viel breiteres Publikum erreichen. Weil wenn Sie so ein Video sehen von einem Marktplatz in Aleppo, wo gerade eine Bombe raufgefallen ist, da merke ich bei mir, dass das bei mir eine Empörung ausruft. Das weckt Solidarität, das weckt Emotionen. Nicht, weil Gewalt verherrlicht wird, sondern weil dort Opfer dargestellt werden. Und die Botschaft ist dann nicht, geh hin und köpfe den Ungläubigen, sondern die Botschaft ist eine andere, nämlich die Botschaft ist, warum tust du nichts, wenn deine Brüder im Nahen Osten leiden? Warum sitzt du hier in Berlin oder in Duisburg oder in München, sitzt im Wasserpfeifencafé und verballerst dein Geld, während deine Brüder und Schwestern in Gaza, in Tschetschenien, in Somalia oder in Aleppo niedergemetzelt werden? Und mein Eindruck ist, dass diese Botschaft ein viel größeres Publikum erreicht, nämlich ein Publikum, was selber nicht gewaltaffin ist, im Sinne von, ich habe Bock ich möchte auch mal jemanden abschlachten, sondern das erreicht im Grunde alle, die emotional von diesen Bildern angesprochen werden. Und das ist natürlich umso schwerer, da etwas entgegenzusetzen. Man kann diese Videos in der Regel nicht löschen, aber sie sind da und sie sind gerade bei Jugendlichen, wir machen viele Fortbildungen mit Lehrkräften, da hören wir das immer wieder, dass das die Videos sind, die eben auch emotional aufwühlen. Und das dritte Thema, was in diesen Medien auch eine große Rolle spielt, eine größere Rolle spielt als Gewaltverherrlichung, ist die Darstellung einer Utopie, einer gesellschaftlichen Utopie. Also hier geht es nicht darum zu sagen, der IS ist, zieht in den Krieg oder hier geht es nicht darum, jetzt eine besondere Theologie, eine theologische Botschaft zu vermitteln, sondern hier geht es im Grunde darum zu sagen, hier ist eine Gesellschaft, oder hier wird eine Gesellschaft neu gegründet und das ist eine utopische Gemeinschaft. Eine Gesellschaft, die nach den Idealen des Islam lebt. Und du Mustafa, der in Duisburg lebst, kannst Teil dieser Gesellschaft sein. Diese Avantgarde, die diese neue Gesellschaft, dieses neue Kalifat errichtet. Und in dem Zusammenhang werden dann beispielsweise solche Bilder gepostet. Also hier sieht man einen Beamten oder einen Funktionär des Islamischen Staates, der die Straßen markierungen
erneuert. Es gibt dort Bilder von Familien, die im Park sitzen und picknicken mit romantischem Sonnenuntergang am Euphrat. Also das sind Bilder von einem alltäglichen Leben, von einer Gesellschaft, die funktioniert. Und das beste und für mich schönste Beispiel stammt aus dieser Zeitschrift, die gibt es mittlerweile nicht mehr. Das war eine der ersten PDF-Magazine, die vom Islamischen Staat 2014 rausgegeben wurden, in verschiedenen Sprachen und eben auch auf Deutsch. Mit dem Titelbild, der Handel blüht auf unter dem Islamischen Staat. Also nicht nur eine neue Gesellschaft, sondern auch eine blühende Gesellschaft, in der alles in Überfluss vorhanden ist. Und hier vielleicht noch eine kleine Randbemerkung. In dieser Zeitschrift gibt es einen Artikel auf Deutsch über die Verbraucherschutzzentrale in Raqqa. Also die Überschrift ist Verbraucherschutzzentrale in Raqqa. Und da geht es darin, dass dort Leute vom IS durch die Restaurants gehen und kontrollieren, dass das Fleisch nicht vergammelt ist, dass die Milch nicht mit Wasser gestreckt wurde, dass das Mehl nicht dreckig ist. Und auch da nochmal der Hinweis auf die Frage, wen das eigentlich anspricht. Wenn Sie sich vorstellen, Verbraucherschutzzentrale, was gibt es Deutscheres als die Institution der Verbraucherschutzzentrale? Also das heißt, das ist ein Konzept, da werden Konzepte, Themen angesprochen, die sich ganz gezielt an Jugendliche richten, die in Deutschland aufgewachsen sind oder in Europa. Das sind Themen, die eben nicht unbedingt funktionieren in Oberägypten, an der Grenze zum Sudan, irgendwo in der Wüste oder in Afghanistan, sondern das sind Themen, die sich ganz gezielt an Jugendliche richten, die hier aufgewachsen sind, die hier mit solchen Konzepten wie Beamten, wie Verwaltung, wie ein Staatswesen aufgewachsen sind und die genau über diese Themen eben auch erreicht werden können. Also nur nochmal, das ist mir nochmal wichtig, weil oft so diese Vorstellung zu finden ist, dass das so barbarisch ist, so mittelalterlich, so vormodern. Und ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Es werden genau die Themen aufgegriffen, die Jugendliche in Neukölln oder hier in Münster heute bewegen. Und zwar heute bewegen und nicht vor 30, 40 Jahren, sondern die heute hier für Jugendliche relevant sind. So, und jetzt komme ich zum letzten Teil. Ich versuche das in einer Viertelstunde zu machen oder in 20 Minuten. Wir haben 2014 ein Projekt gestartet. Das hieß, was postest du, lief über 2 Jahre. Und da haben wir versucht, es war ein Pilotprojekt, und dort haben wir versucht, mit Studierenden online auf Facebook zu arbeiten. Also wir haben die ausgebildet und die haben jeder ungefähr mit 5 Stunden in der Woche sich in Facebook-Gruppen eingebracht. Und das lief über 2 Jahre. Und wir haben dann versucht herauszufinden, über welche Themen oder welche Themen zum einen in der salafistischen Propaganda von Bedeutung sind. Und der zweite Schritt war dann zu schauen, wie man zu diesen Themen online arbeiten kann. Also welche Möglichkeiten gibt es beispielsweise in einer Facebook-Gruppe, wo es um Fragen der Religion geht oder um irgendwelche Themen, die für türkeistämmige Jugendliche interessant sind, wie man dort über diese Themen ins Gespräch kommen kann. Und ein Beispiel, ich habe 4 Beispiele, ein Beispiel bezieht sich auf die Diskussion, die sich nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo in Paris 2015 entwickelt haben. Und das sind Screenshots, die ich von Facebook genommen habe. Also Profilbilder, die auf Facebook kursierten. Wenn Sie sich erinnern an die Situation Januar 2015, auf Facebook waren eigentlich alle mehrheitsdeutschen, alle Mitglieder der Mehrheitsgesellschaft waren Charlie. Das war so ein gängiges Bekenntnis. Wir waren irgendwie alle Charlie, wir waren irgendwie alle für Paris, wir solidarisierten uns mit den Opfern. Und interessanterweise war bei ganz vielen jungen Muslimen, gab es diese beiden Reaktionen. Ich bin nicht Charlie. Oder explizit, ich bin Muslim. Und das war übrigens auch eine Diskussion, die in ganz vielen Schulklassen stattgefunden hat. Wir haben von ganz vielen Lehrern die Reaktion bekommen, dass sie nach den Anschlägen versucht haben, in ihrer Schulklasse über diese Anschläge zu reden und haben dabei dieses Selbstverständnis, wir sind doch alle Charlie, wir solidarisieren uns alle mit den Opfern, so ganz stark nach vorne getragen. Und häufig war dann die Reaktion von jungen Muslimen, nö, ich bin nicht Charlie, ich bin nicht Charlie oder ich bin Muslim. Und dann gab es ganz oft so eine Diskussion in der Schulklasse, die auf so eine Polarisierung hinauslief. Also wir gegen euch, wir gegen sie. Und das machte sich ganz häufig an diesem muslimisch-nicht-muslimisch fest. Und wir haben dann in Facebook dieses Bild gepostet. Ich bin Charlie und Muslim. Und da haben wir ganz viele Likes und bekommen, und das wurde ganz häufig geteilt. Und für uns war das ein Zeichen dafür, dass es gar nicht so sehr immer um eine inhaltliche Diskussion geht, sondern auch
dass es ganz häufig auch reicht, wenn man so Konfrontationen aufbricht, wenn man dieses Wir, Ihr, diese Gegenüberstellung von vermeintlichen Kollektiven in Frage stellt und deutlich macht, es geht hier gar nicht darum, ob man muslimisch ist oder nicht. Man kann sehr wohl muslimisch sein und sich mit den Opfern in Paris solidarisieren. Man kann sehr wohl muslimisch sein und Abscheu vor Terroranschlägen empfinden. Und diese Botschaft, dieses Zusammendenken von Deutsch und muslimisch sein, von demokratisch sein und muslimisch sein, sich dem Grundgesetz verpflichtet fühlen und gleichzeitig gläubig zu sein, das war etwas, was aus unserer Sicht sehr gut funktioniert hat, ohne dass das jetzt irgendwie eine große inhaltliche Diskussion war, sondern eher eine Irritation ausgelöst hat, weil also diese Vorstellung von wir und ihr durchbrochen hat. Ein anderes Bild, das kommt nicht von uns, das haben wir aber auch genutzt, das war ein Beispiel. Wenn Sie sich erinnern, letztes Jahr wurde in London der Bürgermeister gewählt. Und gewählt wurde Sadiq Khan, der ist muslimisch. Und viele deutsche Medien haben nach der Wahl von Sadiq Khan aufgemacht mit der Schlagzeile, erster Muslim wird Bürgermeister einer europäischen Großstadt. Das war die Wahrnehmung in einem Großteil der deutschen Medien. Er selber hat in einem Interview gesagt, für ihn sei das Entscheidende dieser Wahl nicht, dass er Muslim ist, sondern dass sein Vater Taxifahrer war. Also für ihn war diese Möglichkeit des gesellschaftlichen Aufstiegs ganz entscheidend. Und mit diesem Bild haben wir versucht, also das stammt wie gesagt von der Tagesschau, aber wir haben es dann geteilt. Und mit diesem Bild haben wir versucht, diese Vorstellung, dass das muslimisch sein so entscheidend ist, zu hinterfragen. Wenn Sie junge Muslime online oder auch in der Schulklasse fragen, dann ist ganz oft das Religiöse, die Religion, das, was Sie sofort benennen als das, was Ihre Identität prägt. Ich bin Muslim. Dass Sie aber gleichzeitig auch Studierende sind, Hertha-Fan sind oder BVB-Fan, dass Sie Familienvater sind oder nicht, dass Ihr Vater Taxifahrer oder Professor ist. All diese Facetten, die die Identität auch ausmachen und in vielen Bereichen wahrscheinlich sogar entscheidender sind als das Religiöse, all das ist in dem Selbstverständnis von vielen Jugendlichen nicht so präsent. Und wir haben hiermit versucht, genau das deutlich zu machen, dass ich auch als Muslim, natürlich ist es mein gutes Recht zu sagen, mir ist das Muslimischsein ganz wichtig, aber sie dazu zu kriegen, deutlich zu machen, zu sehen, dass ihre Identität mehr ausmacht als ihr muslimisch sein. Und das ist übrigens auch ein Bild, was ich sagen würde, was bei Nicht-Muslimen ganz wichtig ist, weil es eben auch bei Nicht-Muslimen diese Irritation auslöst oder weil es auch bei Nicht-Muslimen dazu führen kann, zu überlegen, was ist eigentlich das Entscheidende an einer Person? Ist es tatsächlich das Religiöse oder ist es vielleicht in einer bestimmten Situation wichtiger, welchen sozialen Status er hat, welchen Bildungsstatus jemand hat, ob man homosexuell oder heterosexuell ist, ob man verheiratet ist oder nicht. All diese Aspekte geraten in diesen Diskussionen ganz häufig aus dem Blick und das war so ein Versuch, darüber ihre Irritationen auszulösen. Ein anderes Beispiel ist dieses, das stimmt auch nicht von uns, aber das wurde auch ganz oft geteilt und hat eine ähnliche Wirkung gehabt, satirisch, und Satire ist immer so ein zweischneidiges Schwert, da kann ich gleich nochmal was zu sagen, aber dieses Bild ist wahnsinnig oft geteilt worden, gerade im Kontext des Konfliktes in Syrien, aber auch schon vorher, als es im Libanon immer mal wieder Spannungen gab. Und die Botschaft ist natürlich, dass hier gespielt wird mit diesen konfessionellen Unterschieden zwischen Schiiten und Sunniten. In den letzten Jahren gab es immer wieder Situationen, wo die Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten hochgekocht sind. Und es wurde ganz schnell in der öffentlichen Wahrnehmung, erschien es ganz schnell so, dass dieser Unterschied zwischen Sunniten und Schiiten ganz zentraler ist und dass diese theologischen Unterschiede wirklich diese Konflikte bedingen. Und das hier war so ein Versuch, genau das zu hinterfragen und zu sagen, ey, in den meisten Ländern, im Libanon oder sei es der Libanon oder sei es Syrien, war es über Jahrzehnte immer Normalität, dass Sunniten und Schiiten auch eine Familie gebildet haben. Und es war nie Thema oder es war nie ein Konfliktthema. Und das war so ein Versuch, sozusagen daran wieder zu appellieren und zu sagen, das, was heute in der Wahrnehmung als Ursache des Konfliktes erscheint, ist nicht unbedingt das, was tatsächlich hinter den Konflikten steht. So, und das letzte Beispiel, das würde ich einfach mal abspielen und dann so ein bisschen so eine Lehrerfrage.
Da würde ich Sie ganz gerne bitten, mal zu überlegen, was das mit Prävention zu tun hat. Also welche Rolle spielt dieses Video oder welche Rolle kann dieses Video in der Präventionsarbeit spielen, online? Das ist ein Video von iSlam. iSlam ist so eine Poetry-Slam-Initiative von jungen Muslimen, die es seit einigen Jahren gibt. Die machen halt eigentlich, wie gesagt, Poetry-Slam. Die haben aber vor 2 Jahren dieses Video gemacht. Und zwar geht es da um dieses Lied von Pharrell, Happy. Kennen Sie wahrscheinlich alle. Und die haben dieses Lied genommen und dazu Bilder geschnitten. Und ich würde Sie mal bitten, das anzugucken. Mit der Frage im Hinterkopf, was hat das für, welche Bedeutung hat dieses Video für Präventionsarbeit? Warum spielt das in der Prävention oder warum kann das in der Präventionsarbeit eine Rolle spielen, dieses Video? Achso, warten Sie mal eben, ich habe hier eine Regieanweisung gekriegt. Ich muss die Fragen nochmal ins Mikro stellen. Also Sie müssen das laut sagen und dann muss ich die wiederholen. So schlimm ist nicht, ey. Ja, dass man trotz Muslim sein, trotzdem integriert sein kann und ganz normal auf der Straße tanzen kann und Musik, dass man auf der Straße tanzen kann und Musik hören kann, ohne irgendwie Bedenken zu haben, irgendwie was Falsches gemacht zu haben. Und das ist im Grunde aus meiner Sicht sozusagen das absolute Gegenteil von dem, was häufig als Counter-Narrative gedacht wird. Also wenn Sie, es gibt von der französischen Regierung, von der amerikanischen Regierung, gab es so Videoproduktionen, hochprofessionell gemacht, wo es darum ging zu sagen, der islamische Staat ist barbarisch, das ist nur Gewalt, das ist nicht der wahre Islam. Und wenn das von der französischen Regierung kommt oder von der amerikanischen Regierung, dann geht aus meiner Sicht der Mehrwert dieser Botschaft gegen Null. Das ist nicht glaubwürdig. Jemand, der sich irgendwie angesprochen fühlt von dem, was vom islamischen Staat verbreitet wird, der lässt sich über diese Inhalte nicht überzeugen. Dieses hier, dieses Video wurde 100.000-fach geliked oder geschaut und hat ein wahnsinniges Echo gehabt. Und meine These ist, dass dieses Video eine viel stärkere präventive Wirkung gehabt hat, als alles, was von staatlicher Seite sonst mit einem ähnlichen Ziel verbreitet wurde, weil es eben genau ein Gegennarrativ bietet, ein alternatives Narrativ. Nämlich, ja, es gibt Probleme, die werden hier zwar nicht benannt, aber der iSlam thematisiert Rassismus sonst immer wieder. Aber in diesem Video geht es um eine positive Botschaft. Und die Botschaft, es gibt ganz unterschiedliche Muslime in Deutschland, die ganz vielfältig leben, die lassen sich nicht runterbrechen auf eine bestimmte Form des Islams. Und es funktioniert. Die sind sogar happy.
Das ist ein bisschen plakativ, wendet sich an Jugendliche, ist jetzt nicht eine wahnsinnig subtile Botschaft, aber gerade weil es so plakativ ist, würde ich sagen, erreicht das genau das Ziel. Und mein Punkt ist jetzt nicht zu sagen, dass das hier die Form von Online-Prävention sein sollte, sondern mein Punkt ist, dass diese vier Formen, also dieses Argument, solche Irritationen, solche Infragestellungen von Narrativen oder hier solche positiven Botschaften, dass das alles Bausteine sind in einem Mosaik von Angeboten, die in sozialen Medien erforderlich sind, um dem, was von Salafisten allgemein, aber eben auch vor allem aus dem dschihadistischen Spektrum verbreitet werden. Und wenn man das runterbricht auf so ein paar Merksätze, dann geht es nicht darum, ein Format zu haben, über das Online-Arbeit präventiv funktionieren kann, sondern es geht zwangsläufig darum, Wege zu kombinieren, Formate zu kombinieren. Es geht zwangsläufig darum, zu gucken, wer spricht eigentlich, wer ist eigentlich der Messenger. Und das war beispielsweise bei uns als Verein, wir sind ein nicht-muslimischer Verein, wir sind einfach ein Jugendhilfeträger. Und auch das ist schon ein Problem. Wenn wir Videos machen, die bestimmte Botschaften vermitteln wollen, dann ist das nur bedingt glaubwürdig, weil wir einfach nicht als Muslime sprechen. Wir sprechen als eine Einrichtung, die mit öffentlichen Geldern finanziert ist. Wir haben sozusagen einen staatlichen Auftrag. Und auch das diskreditiert uns natürlich in verschiedener Hinsicht. Das heißt nicht, dass unsere Sachen nicht funktionieren, aber wir erreichen damit einfach nur einen bestimmten Teil von Jugendlichen. Auch das ist ein Argument, tatsächlich auf viele Akteure zu setzen, auf viele Botschafter zu setzen. Und da spielt diese Frage von Ownership, also wer spricht eigentlich, wer formuliert Inhalte, eine ganz zentrale Rolle. Wenn wir ein solches Video gemacht hätten, wäre die Glaubwürdigkeit meines Erachtens deutlich geringer, weil auch da wieder ein ganz klares Interesse zu erkennen gewesen wäre, dass wir wollen Prävention machen, wir wollen politische Bildungsarbeit machen. Wenn das aber eine muslimische Jugendorganisation macht, ist die Botschaft eine ganz andere, ist sie viel authentischer, viel überzeugender. Der andere Punkt ist, und auch das wird in den Diskussionen um Gegennarrative oft vergessen, es geht nicht nur um Ideologie. Ich kann auch, das wäre eine Parallele zum Rechtsextremismus, ich kann nicht nur auf einer ideologischen Ebene bestimmte Vorstellungen dekonstruieren. Wenn Jugendliche Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, dann hilft es ihnen nicht, auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, ist schon nicht so schlimm, sondern es muss tatsächlich realweltlich was verändern. Jugendliche müssen den Eindruck haben, sie werden mit diesen Problemen tatsächlich fertig. Sie müssen den Eindruck haben, dass es tatsächlich Wege gibt der Partizipation, der Interessensvertretung, der Teilhabe, um ihre Interessen, ihre eigenen Interessen sichtbar zu machen. Soziale Medien können dazu ein Forum sein, können dafür ein Instrument sein, aber letztlich funktioniert Prävention nur dann, wenn sich die Bedürfnisse, die Jugendliche haben und die sie ansprechbar machen für salafistische Angebote, tatsächlich verbessern. Der vorletzte Punkt, es gibt im Moment immer wieder diese Diskussion, ob Facebook genug tut, ob YouTube genug tut, ob Twitter genug tut. Mein Eindruck ist, dass was die Frage von Gewaltdarstellung betrifft, schon wirklich sehr, sehr viel passiert ist. Wenn Sie ein Hinrichtungsvideo finden wollen, dann müssen Sie heute schon richtig suchen. Das ist nicht mehr so einfach wie noch vor anderthalb Jahren. Das heißt, diese ganze Frage des Löschens ist meines Erachtens in den Hintergrund getreten, weil da wirklich schon viel erreicht wurde. Das ändert aber nichts daran, dass viele der Botschaften, die viel subtiler sind, die nicht ausdrücklich mit dem Label IS oder Al-Qaida versehen sind, immer noch kursieren und letztlich eine ähnliche Dynamik, ein ähnliches Gefühl von Ohnmacht, von Marginalisierung befördern. Und das sind die Punkte, die sich aus meiner Sicht nur über Fragen von politischer Bildung und Medienkompetenz lösen lassen. Wie gehe ich eigentlich mit Medien um? Welche Medien nutze ich? Welche Interessen stehen dort hinter den Akteuren, die diese Medien verbreiten? Und der Punkt daran ist, das ist alles letztlich nicht neu. Das sind letztlich Herausforderungen, die es in der Bildungsarbeit immer schon gab und die sich jetzt auch durch dieses Thema Salafismus oder Dschihadismus nicht grundsätzlich geändert haben. Also das, was heute in der Präventionsarbeit erforderlich ist, um salafistischen Angeboten entgegenzusetzen, ist nur zu einem ganz kleinen Teil tatsächlich neu. Im Grunde sind das Herausforderungen und Anforderungen an die Pädagogik und politische Bildung, die vor 15 oder 20 Jahren ganz ähnlich waren. Und der letzte Punkt, nur nochmal, um den Punkt nochmal stark zu machen. Also es geht nicht darum, in Gegennarrativen online sozusagen bessere Argumente zu haben,
das allein wird nicht reichen, sondern es ist tatsächlich so, dass Präventionsarbeit nur dann funktioniert, wenn Jugendliche und hier in diesem Fall junge Muslime tatsächlich den Eindruck haben, als Muslim in der Gesellschaft eine Perspektive zu haben, als Muslime als Teil der Gesellschaft gesehen zu werden. Und das hat natürlich gesellschaftliche und politische Konsequenzen. Das hat Macht erfordern oder es erfordert Veränderungen des politischen Diskurses, die viel weitergehender sind als einfache Gegennarrative, die man auf YouTube hochlädt und wo man irgendwie sich darüber beklagt, dass der IS mittelalterlich oder barbarisch ist. Allein das zu dekonstruieren, wird nicht dabei helfen, Jugendliche davon zu überzeugen, dass sie eine Perspektive in dieser Gesellschaft haben. Danke. Okay, ja, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke. Jetzt noch Fragen, Anregungen. Ich mache das mal mit dem Mikro, ne? Weil es sind ja nicht so viele. Ja, meine Frage ist, also Sie sagten ja, dass Einfachheit ein ganz großes Argument ist oder eine ganz große Wirkung da hat. Also mir scheint es aber so, dass genau diese Online-Plattformen alles dafür tun, damit alles auch einfach bleibt. Also selbst die Kommentarfunktion ist meistens linear, man kann nicht auf andere Sachen eingehen, alles ist so ein bisschen Like-getrieben und Menschen wollen halt nicht komplizierte Sachen lesen, die wollen halt was Einfaches wieder auf Like drücken. Also ist Ihnen über die Zeit aufgefallen, dass die Sachen auch wirklich einfacher wurden und sich das dann wirklich zunutze gemacht wird, auch mit den Medien, oder ist das eine neue Erscheinung? Achso, ich brauche ja gar nicht. Also ich glaube, dieser Wunsch nach Einfachheit und Klarheit ist nicht neu. Ich glaube, das ist ein Wunsch, der gerade in der Jugendphase sehr typisch ist. Was halt heute, glaube ich, mehr geworden, oder was in den letzten Jahren mehr geworden ist, ist, dass Jugendliche aus muslimischen Familien sich religiöse Fragen stellen, weil sie viel häufiger im öffentlichen Diskurs auf ihre Religion angesprochen werden. Also beispielsweise solche Fragen, wie ist denn das jetzt mit dem Fasten? Wie ist denn das mit dem Valentinstag? Wie ist das mit bestimmten Ritualen? Da ist mein Eindruck, dass es viel mehr aufgrund der gesellschaftlichen Diskussion über Muslime und den Islam Situationen gibt, wo Jugendliche plötzlich sagen, da brauche ich eine Antwort drauf, obwohl das vorher einfach gelebt wurde, als alltägliche Praxis für die meisten Jugendlichen kein Konfliktthema waren oder sich damit keine Fragen verbunden haben. Und heute, also wir merken das bei uns in unserer Arbeit, dass wir plötzlich ganz viel zum Ramadan publizieren, Texte dazu, wo wir selber das den Eindruck haben, da bedienen wir auch so ein Narrativ. Plötzlich reden auch die Jugendlichen alle über den Ramadan und wollen da Antworten für haben. Und da ist man in so einer Spirale, die letztlich auch ein Problem sein kann oder ein Teil des Problems sein kann, weil man sich immer wieder auf Religion fokussiert und Antworten gibt, obwohl es vor 20 Jahren da überhaupt keine Frage gab, die nach dieser Antwort verlangt hat. Und zum Umgang auf Facebook, wir hatten einen so eine Diskussion, finde ich da ganz bezeichnend, da hat eine Frau in einer Gruppe gefragt, sie müsste irgendwie in eine andere Stadt und es seien irgendwie 2 Stunden entfernt und sie wollte jetzt mal wissen, ob sie als Frau dort alleine hinreisen darf. Und dann hatten wir eine Teamerin, die hat nachgefragt. Die hat ihn gefragt, wieso ist das für dich wichtig, jetzt eine Antwort zu haben? Kannst du nicht selber für dich gucken, ob du das irgendwie hinkriegst, dorthin zu fahren, ob das gefährlich ist? Oder was ist deine Motivation, danach zu fragen? Und dann hat sie geschrieben, dann hat sie geantwortet, ich will hier nicht diskutieren, ich will antworten. So. Und das war so ein ganz typisches Zeichen und das war so eine ganz typische Erfahrung, aus der wir die Konsequenz gezogen haben, dass wir immer weniger religiös argumentiert haben. Mein Eindruck ist, dass tatsächlich religiöse Diskussionen auf Facebook nicht funktionieren. Die Alternative dazu ist, aus meiner Sicht, nur, dass es unterschiedliche Angebote gibt von verschiedenen muslimischen Organisationen oder Trägern. Also wenn es möglich ist, also wenn es Jugendinitiativen gibt, muslimische Jugendinitiativen, die auf Facebook ganz unterschiedliche Angebote machen, dann wird das Spektrum breiter. Und dann wird es für Jugendliche einfacher wahrzunehmen, dass es in bestimmten Fragen ganz unterschiedliche islamische Antworten gibt. Und das ist für mich die einzige Form, religiöse Vielfalt in sozialen Medien stark zu machen. Dadurch, dass einfach unterschiedliche Muslime tatsächlich sichtbar sind. Und das ist so ein großes Manko der großen islamischen Verbände lange gewesen. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gebessert.
Aber es gibt einfach von muslimischen Jugendorganisationen oder von muslimischen Organisationen ganz wenig Angebote online für junge Muslime. Das heißt, wenn Sie mit Fragen beispielsweise, darf ich als Muslim wählen gehen oder darf ich den Valentinstag feiern, wenn Sie das googeln, landen Sie fast zwangsläufig bei Pierre Vogel. Und nicht bei der muslimischen Jugend Deutschland, bei der DITIB Münster oder wen auch immer oder bei Mohammed Kochid, sondern sie sind ganz schnell auf salafistischen Angeboten. Und wenn dieses Spektrum breiter wird und sichtbarer wird, dann schlägt sich dieses breite Spektrum, denke ich, auch im Selbstverständnis von Jugendlichen nieder. Okay. Ich habe auch mal eine Frage, und zwar sagten Sie ja, dass es auch darum geht, halt mitlesende Leute irgendwie zum Reflektieren zu bringen, aber gibt es auch irgendwie über Teamer von Ihnen oder Leute, die direkt an die Organisation so herantreten und sagen, ihr habt mir mal so die Augen geöffnet, also so einen greifbaren Erfolg oder so dann auch mal, wo man so richtig weiß, den haben wir auf den richtigen Weg gebracht? Ganz selten. Also das wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben da wirklich einen Beleg dafür, dass das funktioniert. Für uns war das ein Argument, warum es funktioniert, ist, dass wenn man in Facebook-Gruppen unterwegs ist, die beispielsweise aus diesem Spektrum von Pierre Vogel dominiert werden, dann werden Positionen, die davon abweichen, relativ schnell gelöscht. Die stehen dort gar nicht mehr. Für uns war es wichtig, dass unsere Positionen stehen bleiben. Nicht, weil dann irgendwie 15 oder 20 oder 100 Likes darunter waren, sondern dass das als Gegenposition oder als alternative Position in der Diskussion sichtbar bleibt. Das war für uns schon Erfolg, wenn es nicht sofort gelöscht wurde. Das heißt nicht, dass wir wirklich sagen könnten, das hat eine Wirkung gehabt. Der Punkt ist so ein bisschen, auch hier wieder, das Spektrum zu weitern. Also das Spektrum der Positionen, die dort stehen. Wir haben keinen Einfluss darauf, ob das jemanden überzeugt. Aber die Tatsache, dass dort ein breiteres Spektrum an Positionen sichtbar ist, das ist aus unserer Perspektive schon ein wichtiger Baustein. Das heißt nicht, dass das was ändert, aber nur so kann es überhaupt denkbar werden, anders zu denken als das, was Pierre Vogel für richtig hält. Also dafür muss ich überhaupt andere Positionen haben, die sichtbar sind. Und in dem Projekt war es halt so, dass das junge Muslime waren, die auch als junge Muslime aufgetreten sind. Und das hatte halt so den Hintergedanken, dass dort, wenn das sozusagen so ein Peer-Ansatz ist und dort, wenn die als Role Model auftreten, dass das eine größere Überzeugungskraft hat, als wenn wir, als ich als herkunftsdeutscher, nicht-muslimischer Islamwissenschaftler das vertrete. Okay, noch mehr Fragen? Da hinten ist eine. Ja, ich wollte eigentlich nur mal fragen, es gibt ja auch in letzter Zeit in der Politik einen enormen Aufschwung rechter Bewegungen, die den Islam per se als böse ansehen und praktisch so differenzierte Auffassungen gar nicht für möglich halten. Hatten Sie von der Seite auch schon mal irgendwelche Reaktionen? Also verhältnismäßig wenig. Wir kriegen auf unserer Webseite, auf unserem Facebook-Angebot immer mal wieder so Positionen, die so aus dem AfD- oder Pegida-Spektrum kommen. Aber wir sind in unserer Arbeit bisher nie wirklich ernsthaft angegriffen worden. Das ist bei anderen anders. Also ich weiß es von Organisationen, die hier beispielsweise in dem Wegweiser-Programm hier in Nordrhein-Westfalen aktiv sind, die diese Beratungsstellen machen, da geht es viel härter zu. Für uns ist das immer so ein bisschen unerklärlich. Man stellt sich dann natürlich auch immer selber so ein bisschen in Frage, wenn man den Eindruck hat, man macht gar nichts, wenn man keine Provokation hat, wenn man nicht provoziert. Aber das ist tatsächlich so, dass das relativ wenig geblieben ist. Es gibt insgesamt, aber das richtet sich jetzt nicht gegen uns, sondern auch gegen verschiedene andere Träger in der Präventionsarbeit, immer wieder Versuche auch in sozialen Medien Stimmung zu machen, das zu diskreditieren, gerade mit dem Argument, dass wir würden den Islam beschönigen, wir würden, wir würden den Islam beschönigen, wir würden irgendwie so einer Islamisierung der Gesellschaft zuarbeiten. Das gibt es schon, aber das ist bisher nie so gewesen, dass wir uns dann in unserer Arbeit irgendwie beeinträchtigt gesehen haben.
Andere hier in die Amadeo Antonio Stiftung beispielsweise, die im Bereich Hate Speech also rechtsextremen Hate Speech aktiv ist, da geht es ja tatsächlich auch so Anschlagsdrohungen. Ne? Also das ist viel, viel massiver. Das haben wir bei uns in unserer Arbeit noch nicht gehabt. Auch aus dem salafistischen Bereich beispielsweise haben wir bisher außer vielleicht 2 Dutzend E-Mails, wo wir beschimpft wurden, keine Reaktionen gekriegt, die darüber hinausgehen. Okay. Sonst noch Fragen? Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar haben Sie denn schon auch Erfahrung in der Präventionsarbeit mit so Rückkehrern aus vom IS? Nee, das ist wirklich, das hätte ich vielleicht am Anfang nochmal sagen sollen, in der Prävention wird letztlich zwischen drei verschiedenen Stufen von Prävention oder drei verschiedenen Ebenen von Prävention unterschieden. Es gibt die universelle oder primäre Prävention, die sekundäre und die tertiäre. Die primäre Prävention wäre im Grunde die Arbeit mit diesen Mädels, nämlich mit einer ganz normalen Schulklasse. Also nicht mit Jugendlichen, die schon in der Szene drin sind, die schon irgendwie Pierre-Vogel-Videos zigmal geteilt haben, sondern Jugendliche, die einfach auf der Suche sind nach Antworten, nach Fragen, die sie beschäftigen. Das wäre primäre Prävention und das ist unser Bereich. Arbeit mit Aussteigern oder mit Rückkehrern, das machen wir nicht, weil das vom Ansatz her wirklich nochmal was ganz anderes ist, von der Methodik her was ganz anderes ist. Und da gibt es beispielsweise das Violence Prevention Network, Hayati oder hier in Nordrhein-Westfalen sind das die Wegweiser Beratungsstellen, die sich ganz konkret um Leute kümmern, die schon ideologisiert sind, die in der Szene drin sind oder die als Rückkehrer aus Syrien zurückgekommen sind oder um die Angehörigen, die mit denen zu tun haben. Und für uns ist das wichtig, das auch zu trennen, weil wenn ich einen Rückkehrer habe, dann geht es um ganz andere Sachen als hier in der politischen Bildungsarbeit. Wenn ich einen Rückkehrer habe, dann geht es auch um solche Fragen, wie binde ich den wieder in die Gesellschaft ein? Wie gehe ich mit Traumata um, mit psychischen Konflikten, die da vielleicht, oder mit familiären Konflikten? Das ist all das kommt in unserer Arbeit im Grunde nicht vor. Das ist im Wesentlichen politische Bildungsarbeit, wo es um Fragen von Identität, um Religiosität, um Empowerment, um Teilhabe in der Gesellschaft geht. Und das vielleicht noch als Einsatz dazu. Auch das ist sowas, was in der Diskussion immer oder häufig gegeneinander gestellt wird. Ausstiegsarbeit gegen politische Bildungsarbeit, Polizei gegen Schule, Erziehungsberatung gegen Angebote von den Moscheegemeinden. Oft hat man so den Eindruck, dass da nach einem Akteur gesucht wird, der Präventionsarbeit für alle anbieten kann, für alle Zielgruppen. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall. Letztlich sind genau diese verschiedenen Akteure notwendig, alle notwendig, um diese unterschiedlichen Ebenen, um diesen unterschiedlichen Ebenen auch gerecht zu werden, die eine Radikalisierung befördern oder verursachen können. Und das ist sowas, was auch aus dem Rechtsextremismusbereich letztlich bekannt ist, dass auch Rechtsextremismusprävention natürlich auf ganz verschiedenen Ebenen mit ganz verschiedenen Akteuren funktionieren muss. Okay, noch Fragen? Was halten Sie denn von der Situation in der USA? Da ist ja jetzt mit Donald Trump zurzeit ein, ja, eher feindlich, gegenüber von Muslimen ist er eher feindlich und wollte ja auch das Einreiseverbot für Muslime, das jetzt zwar noch gestoppt ist, aber wird das auch schon von Salafisten zum Beispiel genutzt für die Anwerbung? Haben Sie da schon was gesehen, dass es auch schon genutzt wird, was Donald Trump da macht? Also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, das sind verschiedene Punkte, ne? Also das, was die USA ausgezeichnet hat bis Trump, war, glaube ich, oder andersrum, in den USA war die Zahl von Syrienreisenden, von Dschihadisten im Vergleich zu vielen europäischen Ländern deutlich geringer. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man aus den USA nicht so leicht in die Türkei kommt oder dann von über die Türkei nach Syrien. Aber die Zahl von Fällen von Radikalisierung in den USA war im Vergleich zu europäischen Ländern relativ gering. Und mein Eindruck ist, dass es auch damit zu tun hat, dass es in den USA viel selbstverständlicher ist, sich als amerikanischer Muslim zu definieren. Es ist in den USA eben nicht so sehr eine Hürde, muslimisch zu sein und
trotzdem gesellschaftlich erfolgreich zu sein, gesellschaftliche Teilhabe zu empfinden. Und das ist durch diese durch den Diskurs, der durch Trump stark gemacht wurde, natürlich ganz massiv in Frage gestellt. Also diese Polarisierung, die man heute zum Beispiel in Deutschland erlebt, an der Frage Islam oder nicht, muslimisch oder nicht, das ist, glaube ich, etwas, was in den USA durch Trump ganz massiv gefördert wird. Und damit letztlich auch Ausgangspunkt von Radikalisierungsprozessen sein kann. Und auf einer internationalen Ebene würde ich auch sagen, dass das, was Trump macht, mit dem Einreisestopp, mit den Kontakten zu Saudi-Arabien, mit seiner Position im Nahostkonflikt, das bedient natürlich genau dieses Narrativ von der Westen führt einen Krieg um Öl oder der Westen führt ist nicht im Nahen Osten aktiv, um dort Menschenrechte und Demokratie zu verbreiten, sondern aus ganz eigenen materiellen Interessen. Das wird natürlich durch Trump nur noch weiter bestärkt. Die Frage ist nur, ob das vorher so ganz anders war. Also ich glaube, unter Bush war die amerikanische Politik auch schon sehr diskreditiert im Nahen Osten. Ne? Also Trump ist nochmal eine Steigerung, aber letztlich ist die Frage, ob da noch viel kaputt zu machen war. Aber was interessant war, auch nochmal mit Bezug auf die USA, vor anderthalb Jahren, als es diese große Welle gab von Polizeigewalt gegenüber Schwarzen, da gab es vom IS einige Propagandabilder und Botschaften, die sich ganz gezielt an Schwarze in den USA richteten, mit der Botschaft, hier ihr Schwarzen in den USA, wenn ihr meint, ihr könnt gegen Rassismus auf die Straße gehen und für Gleichberechtigung in den USA kämpfen, dann seid ihr völlig auf dem falschen Dampfer, weil die Weißen werden euch immer hassen, die Weißen werden euch immer diskriminieren. Kommt zu uns zum Islamischen Staat, werdet Muslime, wenn ihr es noch nicht seid, und gemeinsam werden wir für Gerechtigkeit kämpfen, gemeinsam werden wir für gegen Ungleichheit kämpfen. Das war was, was ganz gezielt genutzt wurde. Das war aber noch vor Trump. Und in dem Zusammenhang auch nochmal vielleicht ein Beispiel, so, weil es gab in Hamburg und in Bremen zwei Jugendliche, die sich dem IS angeschlossen haben. Der eine ist als Rückkehrer wieder zurückgekommen und einer ist in Syrien gestorben. Die waren beide schwarz. Schwarze Deutsche, der eine hatte, glaube ich, einen kamerunischen Hintergrund, der andere aus Ghana. Und die haben sich interessanterweise, als sie sich der salafistischen Szene angeschlossen haben, den muslimischen Namen Bilal gegeben. Und Bilal ist in der islamischen Tradition ein befreiter Sklave, der mit Mohammed gelebt hat. Und der wurde befreit aus seiner Sklavenschaft und wurde zu einem Muslim, einem Bruder. Und der hat von Mohammed den Auftrag gekriegt, als erster Gebetsrufer tätig zu sein. Und in der islamischen Tradition steht dieser Bilal, der erste Muezzin war letztlich, für die Gleichheit im Islam. Also im Islam gibt es keine Rassen, es gibt keine unterschiedlichen Hautfarben. Ihr seid alle gleich. Wenn ihr Muslim seid, seid ihr Bruder und Schwestern. Das ist so dieses Narrativ. Und auch das funktioniert gerade in so einem Zusammenhang, wo sich Jugendliche aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert sehen, ist diese Möglichkeit, sich dem Salafismus anzuschließen, dem IS anzuschließen, eine Chance, aus dieser Erfahrung von Diskriminierung herauszukommen. Das Versprechen ist, du bist Bilal, du bist eine ganz wichtige Person in der islamischen Geschichte. Und du bist einer von uns, Bruder oder Schwester, ganz egal, wer du bist. Und dieses Versprechen ist natürlich eine Ideologie, das ist Quatsch, weil natürlich gibt es auch im Dschihadismus, im Salafismus Hierarchien, natürlich gibt es auch dort diese Grenzen. Aber in der Ideologie ist das erstmal ein Gleichheitsversprechen, was gerade für Jugendliche attraktiv ist, die diese Erfahrung von Ausgrenzung machen. Und das ist natürlich auch wieder was in den USA ganz, ganz gut funktioniert. Dieses Narrativ hier, wenn ihr als Schwarze diskriminiert werdet, kommt zu uns, weil bei uns sind Schwarze ganz wichtig. Bilal war der erste Muezzin und für uns gibt es keine Sklaverei.